Bereits 2012 hat die DFL die Virtual Bundesliga ins Leben gerufen. Gemeinsam mit EA Sports und als erste professionelle Fußballliga überhaupt. Zusätzlich zum deutschen Einzelmeister wird seit der Saison 2018-19 jährlich der deutsche Clubmeister ausgespielt. Die VBL Club Championship ist offiziell in den Statuten der DFL verankert. Sie ist somit der dritte Wettbewerb des DFL e.V. zusätzlich zur Bundesliga und zweiten Bundesliga. Das Thema Gaming und E-Sport bietet der DFL und ihren Clubmarken die Möglichkeit, in der digitalen Welt eine enorme Sichtbarkeit zu erreichen. Es gehört einfach zur Fußballkultur der jungen Menschen heutzutage, dass sie sich mit unseren Clubmarken und mit dem Fußball per se auch digital auseinandersetzen. Deshalb wird die Virtual Bundesliga nicht nur im linearen Fernsehen übertragen. Um E-Sport-Fans zu erreichen, sind Social-Media-Plattformen wie Twitch, TikTok und Instagram von Bedeutung. Die DFL verfolgt das Ziel, die VBL weiter zu professionalisieren. Die Weiterentwicklung der Events und der Zuspruch der Zuschauerinnen und Zuschauer bestätigen diese Entwicklung. So wie auch beim Finale der VBL Club Championship im März 2023 in Köln. Hier spielten die E-Football-Teams aus der Virtual Bundesliga um den Titel der deutschen Clubmeisterschaft. Man hat sich super weiterentwickelt, die Zuschauer sind auch super integriert in das Event. Ein weiterer Punkt, woran man das auf jeden Fall festmachen kann, ist eben die Einbindung von großen Influencern, sei es Niklas Neo, der jeden Dienstag und Mittwoch die VBL eben kommentiert hat, oder jetzt beim Offline-Event, dass dann Elias zum Beispiel hier am Start ist. Jetzt sind auch noch Zuschauer da. Ist aber schon viel cooler, halt vor dem ganzen Publikum zu spielen und viele Leute dich supporten. Ja, ich würde sagen, dass die Gegner auf jeden Fall schon stärker geworden sind als in den letzten Jahren. Natürlich gibt es immer noch ein, zwei Favoriten, aber ich glaube, in diesem Jahr sieht man auch anhand der Tabelle, dass es sehr, sehr knapp war. Der Abschluss! Und was für ein Tor! Jetzt knüpft er ganz stark! Das Leistungsniveau der Wettbewerbe steigt auch deshalb, weil Clubs und DFL gemeinsam die Professionalisierung vorantreiben. Dabei geht es unter anderem darum, die Strukturen des Wettbewerbs und die Infrastruktur innerhalb der Clubs weiterzuentwickeln. Alle achten auf Kleinigkeiten, auch ob Coaches dabei sind etc. Wir haben gerade im letzten Jahr uns extrem verändert, indem wir die E-Academy auch gegründet haben, weil wir auch den Nachwuchs einfach fördern wollen. Schalke 04 engagiert sich im E-Sport, um eine junge Zielgruppe zu erreichen. Es kann losgehen mit dem Finale. Er muss jetzt. Erneut deutscher Clubmeister, die Rebels Gaming RB Leipzig. Man merkt auch die Entwicklung der Virtual Bundesliga und wir sind sehr positiv und nehmen das Positive auch alle anderen im Verein und sind froh, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Ich glaube, dass sich die virtuelle Bundesliga extrem stark weiterentwickelt hat, ganz besonders durch einen permanenten Austausch mit den Clubs und gleichzeitig auch dadurch, dass hohe Standards festgelegt worden sind und jeder Club weiß, was er mitbringen muss und kann. Und wenn die Entwicklung so fortgesetzt wird, dann glaube ich, dass die virtuelle Bundesliga sich als dritter Clubwettbewerb absolut etablieren wird.